Machen wir beim nächsten Rennen. Du hast Sponsorenziele zu erfüllen. Dadurch können wir weitere Fans gewinnen. Barcelona. Drei Runden Columbusbucht. Die war richtig nice, die Columbusbucht. Mit dem Ford Focus ST. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die mit dem Golf R wird. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Und ja, wenn ich das jetzt gewinne, glaube ich, oder Zweiter werde, dann habe ich die Visiere auch schon fertig. Und dann, oh je, ist das schon wieder Zeitrennen oder was? Das erfordert volle Konzentration. Bisschen weit draußen. Ey, 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 ey. Was ist das denn hier? Oh je. Also die erste Runde macht schon mal nix. Ich komme ja irgendwie immer so weit raus. Ich weiß nicht, was die anderen dagegen machen. Aber ich komme da immer so weit raus. Egal. Du bist schneller als die anderen. Sorg dafür, dass es so bleibt. Schon wieder zu weit? Ey. Ja, entweder stoße ich da an oder... Also bis jetzt ist das noch nichts, was ich hier mache. Du fährst konkurrenzfähige Zeiten. Schon wieder angeeckt. Also das ist bis jetzt noch gar nichts. Auch wenn ich jetzt Erster bin. Also ihr seht ja selber die Runde hier, die war... weniger als nix. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wieso ich immer draußen angeeckt bin. Ich war einfach zu schnell. Okay. Das muss besser werden. Naja, eine dritte Runde habe ich ja noch. Ja, hier muss ich auch gucken, dass ich da nicht so weit rauskomme. Aber anscheinend reicht es ja trotz alledem für den ersten Platz. Von daher kann es mir ja auch recht sein. Jawohl, der war richtig nice. Der war richtig nice. Sachte, diese Schläge bringen dir absolut nichts. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Aber wenn der ja einfach vor mir bremst und fast stehen bleibt, kann ich ja eigentlich nichts dafür. So, das war doch jetzt schon mal besser, aber immer noch nicht gut, aber besser. Der war auch richtig gut. So, jetzt noch schnell vor den, jetzt den Kurveneingang richtig kriegen. Jawohl, Baby. Ach, komm schon, komm schon. Yes. Das war jetzt eine beste Zeit. 54 noch was. Das war eine richtig gute Rundenzeit. Was hatten denn die anderen so? Okay, das war ein 59, 4 Sekunden Vorsprung. Oh. Also die Fahrer eher gehen. Naja, Endplatzierung 1. Erfüllte Ziele 0. 187.000 Fans. Komme ich jetzt über die 200.000? Komme ich drüber? Ja, ich komme drüber. 207.000. Um genau zu sein. Die BSR steckt noch in den Kinderschuhen. Wir müssen noch viel zeigen und viele Fans gewinnen. Du kannst deinen Namen bekannter machen, indem du ein Sponsorenziel erfüllst. Barcelona Ausscheidung. Wenn du ein Ausscheidungsevent gewinnen willst, musst du dich vom letzten Platz fernhalten. Immer wenn der Timer auf Null steht, scheidet der letzte Fahrer aus dem Rennen aus. Halt bis zum Schluss durch und du gewinnst das Event. Okay. Okay. Countdown. Naja.
schon mal wieder meinen altbewährten VW Golf R. Wen wundert's auch? So, ausschalten, ausschalten. Ist das das erste Rennen ausschalten, was ich fahre? Bei Elimination oder wie auch immer. Und dann, ja, also einfach Erster werden ist immer das Ziel. Wenn du es in die Top 3 schaffst, ist dir die nächste Einladung sicher. Elimination schreckt nicht vor Kollisionen zurück. Sei also aggressiv, wenn es sein muss. So. Vierten bin ich jetzt, gell? Ja, Vierter. Dann wird jetzt in der nächsten Runde... Du musst die Ruhe bewahren. Du bist mit Lorenzo Vela kollidiert. Das ist mir egal. Ich bin aber jetzt Zweiter. Der erste Fahrer ist ausgeschieden. Aha. Okay, verbleibende Fahrzeuge 7. Bisschen zu weit, aber ich habe den ersten Platz bekommen, weil ich ein wenig unfair war, aber wen interessiert. Zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Der war schon besser. Ich bin immer noch Erster. Ah, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit, zu weit. Nein. Das war schon wieder nicht so das Gelbe vom Ei. Aber, naja. Viel zu früh, Leute, viel zu früh. Oh je, Alter. Ein Wunder, dass ich noch am Führen bin. Ein echtes Wunder. Nur noch zwei Gegner trennen dich vom Sieg. Paco Fernandes und Juri Ivanov. So. Alter Schwede, ey, das ist gar nix. Du stehst kurz vorm Triumph. Und noch einer. Und schnapp dir den Sieg. Ja, das sollte normalerweise... Jawohl. Sieg. Richtig toll. Yes, du hast bleibenden Eindruck bei Elimination hinterlassen. So wie ich die Fahrer kenne. Aber das Ausscheiden hat das echt toll, weil dann wird es immer weniger auf der Strecke. Man muss zwar halt gucken, dass man so schnell wie möglich nach vorne kommt, aber das ist echt toll. Macht richtig Spaß. Ja, komm, ist jetzt egal. Ich habe über 200.000, dann ist das ja toll. Hier zwei Autos, zwischen denen du wählen kannst. Du brauchst eins für die kommenden Events. Ich hole mir den da. Okay, gute Wahl. Okay, Karl-Heinz. Gutes Rennen. Ich habe ein Rennen mit einem neuen Club arrangiert. Er heißt Eurorand. Die Mitglieder sind Tourenwagen-Spezialisten. Wir haben also die Chance, einen echten Star für uns zu gewinnen. Trotzdem fahre ich jetzt für Elimination. Paris-Ausscheidung. Was haben wir dann da? Wieder Barcelona-Rennen. Und das ist wieder eine Paris-Ausscheidung. Okay. Ja, Champs-Élysées. Ja, ich brauche schon gar kein anderes Auto mehr. Die anderen könnten sie am besten verkaufen, dann hätte ich Geld.
Nee. Hier braucht man ja kein Geld, von daher ist das auch eigentlich gut. Obwohl doch, ich glaube, man braucht einen Multiplayer, habe ich mal gesehen, Geld. Für sich die einzelnen Autos dann zu kaufen und die kann man dann auch noch irgendwie tunen ein wenig. Aber dazu gibt es dann, sobald der Multiplayer startet, ein wenig mehr. Wenn du eine Leitplanke berührst, bist du praktisch verloren. Nutz die Randsteine, um die Kurven optimal zu erwischen. Okay. Lorenzo Vela ist der Fahrerstar von Elimination. Versuch vor ihm zu bleiben. Die Jungs von Elimination werden schwer zu überholen sein. Greif also schon früh an. Jetzt mach's mal langsam. So, dritter bin ich, ne? Komm, geh weg hier. Oh, heftig, heftig, heftig. Da scheidet der erste aus. Halt dich vom letzten Platz fern. So, komm schon jetzt. Oh, ist jetzt wieder vor mir oder was? Wieder einer weg. Mach so weiter. Ich muss Erster werden. Ey, komm jetzt, mach mal hier ganz langsam. Mann, ich komme immer zu weit raus. Aber ich bin Erster. Konzentrier dich, du musst nur noch vier Fahrer besiegen. Ey, Leute, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Aber ich bin Erster mit einem Top 4 ist gut. Gewissen Vorsprung. Ja, ich bin noch Erster. Was hast du, Mann? Gen locker, gib locker. Eine Top 3 Platzierung ist dir sicher, okay. Aber jetzt fahr auf Sieg. Oh je, der hängt mir ganz schön da hinten auf der Heckklappe, gell? Klasse Leistung, noch ein. Klasse Leistung, genau. Was mach ich da, Mann? Scheiße. Langsam wie eine Gurke fahre ich da. Was? Ich bin noch Erster gewesen. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Gutes Rennen, Junge. Je besser die Platzierung, desto mehr Fans gewinnen. Was? Ich war doch vor dem. Alter, der wollte mich jetzt verarschen, oder? Ich bin jetzt nicht wirklich Zweiter geworden. Oh Mann, Alter, nur nochmal durch den einen dummen Fehler oben. Fickt euch doch, Mann.